Trägertag bei der Ecolea Beruflichen Schule in Schwerin. 12 Träger der Kinder-, Jugend-, Alten- und Sozialhilfe aus der Region haben ihre Angebote den Auszubildenden präsentiert und für künftige Arbeitsplätze geworben. Die Palette ist sehr breit gefächert. Dabei sind die meisten Institutionen seit langem auf dem Markt fest etabliert und genießen einen guten Ruf. Doch vor allem ging es den Organisatoren darum, für zukunftsorientierte Jobs in MV zu werben. Und in dem Zusammenhang ist es eben exorbitant wichtig, auch für diese Unternehmen, die sich hier heute beispielsweise auch vorstellen, eben explizit dafür zu werben, dass die jungen Leute hier bleiben und bei ihnen dann eben eine Anstellung annehmen und finden. Die Ecolea Berufliche Schule in Schwerin-Lankow bildet unter anderem künftige Ergotherapeuten, Sozialassistenten, Erzieher und Altenpfleger aus.